MDR Sachsen-Anhalt, das Radio wie wir und der SC Magdeburg immer nach den Heimspielen mit dem persönlichen Fan-Talk. Seid ihr aus Erlangen? Kommt gut nach Hause. Es war eine geile Truppe, die ihr mitgebracht habt. Sehr, sehr gut. Kommt gut nach Hause, ihr seid tolle Fans. Kriegen sie gleich auch noch mit. Den fairen Applaus von Magdeburger Fans für die Erlanger, die nach Hause fahren, leider verloren haben mit 2 Toren. Und wir haben diesen Fan-Talk heute mit Finn Lemke. Ich freue mich extrem und du hast gleich die Sektflasche gesehen, die wurde mir hier gerade hingestellt. Und dann habe ich beschlossen, das dir zu schenken. Da wurde mir gesagt, du trinkst nur alkoholfreies Bier. Und Sekt anscheinend. Also wenn du es, oder schenkst du deiner Freundin und sagst, hey Baby, das ist heute hinterm Türchen. Bring ich mit. Mein Gott, das war ein enges Spiel. Ich fand, das war ein geiles Spiel und es war super, super knapp. Es hätte genauso gut anders ausgehen können und ihr habt den Arsch zusammengekniffen, den Kopf oben behalten und gewonnen. Hurra! Wie siehst du das Spiel? War eng. Von vorne bis hinten eigentlich. Ich glaube, die sind ja noch in der 52. Minute in Front gewesen sogar oder 55. Minute und zum Glück haben wir es immer umgedreht. Zum Schluss, den letzten Angriff haben sie ein bisschen länger ausgespielt oder länger ausspielen dürfen und haben wir aber auch gut gelöst und bin einfach nur zufrieden, glücklich über den Sieg, der war wichtig. Ja stimmt, also mit dieser passiven Regel, mit diesem passiven Spiel, da lachst du jetzt auch, ihr Spieler, dürft ihr euch eigentlich äußern dazu? Nö, muss ich auch nicht, es ist einfach eine Regel, die ist da, die haben sie ausgenutzt und wenn sie immer wieder Freiwurf geben, dann ist das halt so, ja? Aber er macht den nicht rein und von daher können sie so lange spielen, wie sie wollen. Das Geile war halt wirklich... Man hatte den Eindruck, es wäre ein Nachteil für Magdeburg, der sich dann aber, nachdem der Letzte dann daneben, der Letzte, ich glaube, es war der 7. Versuch oder so, nachdem der vorbei war, dann hat sich das erledigt. Und ich glaube, ich habe bei dir eine 3 von 3 heute mitgeschrieben. Du hast durchgezogen, 3 Treffer gemacht. Wie fühlt sich das an in deinem Bauch? Ja, freut mich natürlich, wenn ich einen Teil dazu beitragen durfte, dass wir heute gewinnen. Ob das, wie gesagt, sage ich immer wieder, ob das vorne ist, ob das hinten ist, ob ich Tore mache oder keine Tore mache, ist wirklich sekundär. Wichtig ist immer, dass wir gewinnen, dass wir als Mannschaft dastehen. Und da ist egal, ob einer 10 Tore macht, ob einer 3 Tore macht, ob jemand kein Tor macht, solange wir nachher 2 Punkte haben, sind wir alle zufrieden und damit bin ich auch zufrieden. Was haben wir nicht alles gelesen in dieser Saison schon? Die Mannschaft hat eine komische Körpersprache, lässt die Köpfe hängen, man sieht keine Reaktion, die reden nicht miteinander und was weiß ich nicht alles. All das hat man heute gesehen. Jeder hat jeden angefeuert und wenn es noch so eng war und teilweise wart ihr dann auch mal mit 1 oder 2 hinten, glaube ich, ihr habt euch gegenseitig angebrüllt, angekuschelt und so. Was ist passiert? Was habt ihr irgendwann mal gemacht oder besprochen, wenn du es erzählen darfst? Oftmals in dem Spiel den Kopf verloren. Wenn wir 3 Tore hintereinander geschluckt haben oder 4 Tore hintereinander verschluckt haben, sind wir oft dann sehr, sehr individuell geworden, haben sehr unsere eigene Leistung dann gesehen, wollten es alle selber besser machen. Und das haben wir heute besser hingekriegt. Wir haben einfach die Ruhe bewahrt, haben weiter im Kollektiv zusammengespielt und daher auch gewonnen und nicht in Einzelleistungen verfallen. Darf ich dich was fragen? Ich beobachte dich immer bei der Erwärmung und es gibt immer einen Moment bei der Erwärmung, das werden vielleicht Sie auch schon mal gesehen haben, da stehst du dann ein bisschen allein am Mittelkreis, guckst in Richtung des sich erwärmenden Gegners und deine Lippen machen so und ich habe mich schon 1000 Mal gefragt, was erzählst du da? Manchmal gehe ich ja vorbei, aber ich habe es einfach nicht gehört. Vielleicht reichen meine Ohren nicht bis da hoch. Was machst du da? Verrätst du uns das? Ja, kann ich machen. Das ist eine Technik, die ich mir erarbeitet habe. Ist einfach, wenn ich mir die Sachen selber laut vorsage, was die Gegenspieler für Aktionen haben, die ich mir im Video erarbeitet habe, unter Druck. Das ist dann einfach parat, wenn nachher der Druck höher ist in der Halle, dann schießt es dir einfach in den Kopf oder mir in den Kopf, wenn ich es mir vorher einfach laut die ganze Zeit gesagt habe. Das mache ich schon vorher in der Kabine, mache ich danach nochmal beim Warmmachen und dann ist es meistens immer präsent und so habe ich es dann nachher im Kopf. Also es ist dann wirklich sowas wie, das ist der mit den großen Füßen, da muss ich aufpassen und der ist so klein wie der Mischmeer und wenn ich da zu tief fasse, dann kriege ich 2 Minuten. Sowas? Nee, ich schaue mir vorher immer 3 Spiele an, analysiere die, wie viele Aktionen zur Hand, wie viele gegen die Hand sind. Aber jetzt mal ohne Quatsch, jede Bewegung jedes einzelnen Spielers? Nee, jede Aktion, die halt, also ich führe strichlich so ganz einfach, ganz plump. Die Torwerte machen enorm viel Videostudium, da habe ich mir gedacht, das muss ein Abwehrspieler halt auch irgendwann machen. Und habe das intensiviert und habe mir da das so angeeignet, habe damit Erfolg irgendwo und deshalb mache ich das weiter und werde es immer weitermachen. Sag mal, dieses Jahr 2016, malst du dir das irgendwie golden an in deinem Kalender? Ist schon ein besonderes Jahr, ja. Kriegen wir es zusammen? Europameister, Pokalsieger und dann auch noch bei Olympia diese eine Medaille. Ist eigentlich gar nicht so scheiße, oder?
Steht da, also jetzt mal ohne Quatsch, lässt es noch so sacken oder sowas? Oder wie müssen wir uns das bei dir vorstellen? Wachst du manchmal auf und denkst du, oder so? Nee, geht immer weiter und muss auch weitergehen. Die Sachen, die am schnellsten verfallen sind, die Erfolge von gestern. Und von daher heißt es immer weiter an sich arbeiten und immer weiter Erfolge sammeln. Und wenn ich das denn richtig gesehen habe, ist es jetzt, du willst den nächsten Erfolg, den du anstrebst, bei einer anderen Mannschaft willst du Torschützenkönig der HBL werden. So habe ich das gelesen. Nee, mein nächstes Ziel ist jetzt erstmal Kiel in 9 Tagen. Da haben wir eine ganz schwere Auswärts. So, jetzt gehst du nach Kiel oder was? Nee, aber wir spielen jetzt nächstes in Kiel. Danach haben wir noch weitere schwere Aufgaben vor uns, wo wir auf jeden Fall bis Weihnachten an unserer Position die festigen können, vielleicht nach oben ausbauen können. Und dann so das Jahr einfach gut abschließen. Ich glaube, das ist einfach das, was Ziel, was auch prägnant im Kopf ist. Und der Rest ist erstmal egal, ob Weltmeisterschaft oder irgendwas im Sommer, scheißegal. Nach deiner Verkündung, dass du wechseln wirst, was wir alle respektieren, sind die Magdeburger nett zu dir? Ich kann mich da nur noch mal bedanken, wie ihr, wie professionell einfach der Verein damit umgegangen ist. Diese Frau hat gerade geflüstert, sag jetzt nichts Falsches. Guck mal, die sieht urstgefährlich aus. Ich bedanke mich vor allem beim Verein, der ganz professionell damit umgegangen ist, aber auch bei euch, bei den Fans. Riesen Dankeschön, dass ihr mich danach trotzdem herzlich empfangen habt. Das ist für beide Seiten, glaube ich, keine einfache Situation gewesen, aber ihr habt mich weiterhin unterstützt und ich hoffe, dass wir es weiter bis im Sommer so durchziehen und dass wir eine richtig geile Zeit noch haben. Finn Lemke, es ist schön, dass du Magdeburg bereichert hast bis hierher und auch noch bis zum Ende der Saison bereichern wirst. Wir mögen dich alle. Cool, dass du dich jetzt schon für die andere Mannschaft im Offensivspiel fit machst. Das ist super. Hat uns ja heute auch 3 Tore noch zusätzlich gebracht. Und ansonsten versuche ich beim nächsten Mal noch genauer zuzuhören, wenn du wieder an der Mittellinie spielst. Blablabla.